Okay, dann kommen wir zum dritten Projekt. Das dritte Projekt ist von EOS. Harald Gründl, kommst du bitte? Ah, er kommt zu zweit, ja. Also EOS ist in dem Raum, in dem wir uns befinden, sehr, sehr präsent mit den Möbeln aus den Dockerplatten, mit den gelben Möbeln, die sie als in ihrem Projekt Social Furniture entworfen haben und uns zur Verfügung gestellt haben jetzt für das Festival. Und was es mit diesen Möbeln auf sich hat, wo die produziert werden, wie sie entworfen werden, werden wir jetzt hören. Ein Wort vielleicht zum institutionellen Kontext des Projekts. Das ist Teil des Österreich-Pavillons gewesen, das Projekt, das für die Architekturbiennale in Venedig entwickelt wurde. Die Kommissärin ist Elke Delogan, hat in Wien drei Orte gesucht. Partner war die Caritas und die Bundesimmobiliengesellschaft. Und EOS war eines der drei Teams neben Next Enterprise und Caramel. Und wir haben diese Quartiere waren sehr unterschiedlich von einem Notquartier, in dem Caramel gearbeitet haben. Und wir haben ein Großquartier bekommen, nicht so groß wie die vordere Zollamtstraße, das ein Notquartier war. Aber in unserem Haus sind 600 Menschen wieder. So schaut das aus. Das ist in der Erdbergstraße eine ehemalige Zollwachschule. Man muss sich das so vorstellen, dass früher die Menschen, die österreichischen Grenzen gesichert haben, immer wieder nach Wien gekommen sind, um hier Ausbildungen zu bekommen, unter anderem Schießtraining. Also im Untergeschoss ist eine riesige Skisportanlage. Dann gab es zwei Stockwerke mit Schulungsräumen und dann vier Stockwerke oben drauf gesetzt, das erkennt man ganz gut am Fensterraster, wo Schlafzimmer untergebracht sind. Die sind vom Standard irrsinnig hoch, es sind zwei Bettzimmer mit ungefähr 27 Quadratmetern und eigenen Duschen. Die zwei unteren Geschosse werden jetzt von der Polizei genutzt und von zwei Schulen, die dort Ausweichquartiere haben, während ihre eigentlichen Standorte in Wien umgebaut werden. Und die vier Geschosse darüber werden jeweils 50-50 von Caritas, drittes und viertes OG und Arbeiter-Samariter-Bund, fünftes und sechstes OG genutzt. Dadurch, dass die Schulungsräume der ehemaligen nicht zur Verfügung stehen, gibt es überhaupt keine Aufenthaltsflächen. Also das Leben der Bewohner spielt sich ziemlich in den Zimmern ab. Wir haben das Gebäude das erste Mal im November vor einem Jahr gesehen. Da sieht man den Innenhof. Und da ist uns relativ schnell klar geworden, dass es an sehr vielen Ecken und Enden fehlt und vor allem eben in Begegnungsflächen und auch an der Ausstattung. Das ist der Exerzierhof gewesen. Ja, insgesamt ist das Gebäude fast 56.000 Quadratmeter groß. Die obersten vier Stockwerke von diesem Bauteil, der hier gelb gekennzeichnet sind, ist jetzt Flüchtlingsunterkunft, sind vier Stockwerke. Zwei Stockwerke hat der Arbeiter-Samariter-Bund übernommen und zwei Stockwerke mit jeweils 300 Menschen hat die Caritas übernommen. Das heißt, das ist eine sehr österreichische Lösung, rot und schwarz. Das macht aber im Haus dann nicht immer es einfach, weil man natürlich zwei Organisationen hat, die sehr unterschiedliche Kulturen haben und auch die sehr unterschiedliche finanzielle Ausstattungen haben. So, das ist so ein Bild, das leider typisch ist für dieses Haus. Dunkle, lange Gänge, keine Aufenthaltsräume. Die einzige Form von Arbeit, die es in dem Haus gibt, ist Putzen. Und das ist strengstens verboten. Die Kochplatten werden so alle paar Wochen dann eingesammelt aus den Zimmern wegen Brandgefahr. Und
als wir wir sind im Jänner dieses Jahres in das Haus gekommen und seitdem bestand eigentlich der Plan ganz dringend, die Menschen von Vollversorgung dreimal am Tag, um dort eine Situation zu schaffen, wo sie sich selbst kochen können. Das ist jetzt ein Eindruck von einem ganz klassischen Zimmer. Die Zimmer, habe ich vorhin schon kurz angesprochen, sind komplett ausgestattet. Aus denen haben wir uns bis auf dieses Möbel, vor dem ich jetzt stehe, zurückgehalten. Das heißt, da sind zwei Betten drinnen, ein Tisch mit Stühlen und versperrbare Kästen, also alles wirklich ein sehr guter Standard. Der erste Schritt, den wir umsetzen konnten in Richtung Teilverpflegung, ist durch dieses Möbel hier möglich. Das ist ein Kühlschrankmöbel, das in jedem Zimmer jetzt steht. Das sind 300 solcher Möbel, die wir als erste große Charge im Haus produzieren konnten, die jeweils für zwei Bewohner zur Verfügung stehen. Aber zu der Versorgung kommen wir später nochmal genauer. Was bei unserer Arbeitsweise auch immer ganz wichtig ist, ist so von Bildern, Ritualen und Geschichten wegzuarbeiten. Und das ist eins dieser Bilder, die wir im Rahmen unserer poetischen Analyse gefunden haben. Das ist eben ein 500 Jahre alter Stich von Utopia. Und wenn man das Bild von dem Gebäude nochmal vielleicht sich in Erinnerung ruft, das ist wirklich so eine Insel mitten in der Stadt, in Erdberg. Und diese Utopia-Geschichte hat uns dann auch so ein bisschen inspiriert, dieses Projekt voranzutreiben. Eine Sache, die uns bei unserer Recherche und auch bei unseren Besuchen in anderen Projekten aufgefallen sind, ist, dass man ganz oft immer von vorne beginnt, bei Null. Es gibt ganz viele Projekte, die eigentlich schon viel Erfahrung haben und trotzdem kommt es sehr oft vor, dass man bei Null anfängt und wir haben diesen Katalog hier produziert, der auch am Büchertisch anzuschauen ist und dessen Inhalt auch als Open Design Manual auf unserer Homepage verfügbar ist. Und in diesem Katalog, der diese drei Bereiche Arbeiten, Leben und Kochen umfasst, dort sind insgesamt im Moment 18 Objekte katalogisiert und mit Bauanleitungen hinterlegt, wo man mit Kreissäge und Akkuschrauber und ungelerntem Personal in einer Werkstatt, die wir auch im Haus eingerichtet haben, eben als ersten Schritt 300 Möbel produziert haben, die dann in die Zimmer gekommen sind. Und sind ganz einfache Typologien, Zuschnittpläne und so Schritt für Schritt Bauanleitungen. Und ich denke, dass was an dem Projekt wirklich interessant ist, ist, dass wir bewiesen haben, dass man in einer Werkstatt quasi nicht nur im kleinen Maßstab Dinge tun kann, sondern es ist eigentlich eine Werkstatt, die fast eine Möbelfabrik ist, in dem durch eine große Spende wir in der Lage waren, mit dem Geld, das sonst sowieso nötig gewesen wäre, um das Haus umzubauen, das Geld umzuleiten, dass man jetzt nicht Möbel kauft, sondern dass wir Arbeitszeit kaufen können im Haus. Das ist ein anderes Projekt von EOS, aber es funktioniert sehr gut mit diesem Bild zusammen. EOS gibt es seit über 20 Jahren und das ganze Team hat sich zu Beginn dieser Produktionsphase für das Haus Erdberg zusammengesetzt und hat in der Logik, in der Möbel sonst bei uns im Büro entstehen, die Möbel für dieses Haus in Erdberg entwickelt. Das ist ein Projekt für Bulltaub und das ist die Adaption für das Haus in Erdberg. Der Gedanke dahinter war, wir haben relativ schnell herausgefunden, dass im Grundversorgungsgesetz festgeschrieben ist, dass für
für Asylwerber in Grundversorgung jeden Tag 5,60 Euro für die Vollverpflegung zur Verfügung stehen. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man allein ist und auch noch einkaufen geht damit. Wir haben uns gewünscht, dass die Menschen durch das Kochen zusammenkommen und dass sie voneinander lernen und dass sie möglichst nicht alleine kochen, sondern immer füreinander in größeren Gruppen. Und haben deswegen in jeder Küche eine dieser Wände vorgesehen mit möglichst großen Töpfen, wo es möglichst wenig Sinn macht, eine Zwiebel allein anzuschwitzen, aber 10 haben da ganz gut Platz. Die Idee ist auch, dass jede Küche und von Küchen soll es in Zukunft 30 in diesem Haus geben, so aufgebaut ist, dass die Bewohner sich untereinander ausmachen, wie sie mit den Möbeln und der Einrichtung und dem gemeinsamen Raum umgehen. Das ist das dazugehörige Koch- und Spülmöbel, das auch schon in Erzberg in unserer Möbelfabrik vom Fließband läuft. Das ist ein großer Kochtisch, der für 40 Personen kalkuliert ist. Da gibt es auch einen Herd-Personenschlüssel in der Grundversorgungsordnung. Wir haben zu Beginn des Projekts relativ viele Gebäude angeschaut, die von diversen Trägern in Wien verwaltet werden. Was uns dort aufgefallen ist, ist, dass alle Küchen klassische Einbauküchen sind. Also die Leute kochen gegen die Wand, nehmen sich dann ihren Teller und verschwinden wieder in ihre Zimmer. Und wir haben gefunden, um die Leute in Austausch zu bringen und auch um ein bisschen zu triggern, dass sie voneinander lernen, kann ein Tisch ein irrsinnig kommunikativer Ort sein. Einerseits ein Esstisch und noch viel mehr ein Kochtisch. Und bei den umgesetzten Küchen in Erzberg kann man jetzt schon ganz gut erkennen, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Also dass Flächen einerseits zum Kochen verwendet werden, aber auch es werden Tische drangestellt und Hocker drangestellt und dann wächst das plötzlich von einem Kochtisch zu einem Marktplatz. Ja, das Problem, gemeinsam Kühlschränke zu nutzen, im großen Maßstab haben wir eben umgangen und eben kleine Elemente geschaffen. Diese kleinen Bäckerkisten dienen dazu, die persönlichen Dinge in die Gemeinschaftsküchen tragen zu können. Kleine Interventionen in baulicher Art haben wir versucht, möglichst nicht zu machen. Hier in dem Fall ist das eine Revitalisierung einer Teeküche, wo wir eben mit Durchbrüchen ein bisschen mehr Kommunikation geschafft haben. Ja, und da sieht man so den Grundriss, gelb unsere Interventionen. Wir haben auch so wie im berühmten Neufahrt versucht, diese räumlichen Situationen, die wir hier mit Möbeln schaffen, so abstrakt, so zu abstrahieren, dass sie auch in anderen Projekten zum Einsatz kommen können. Da sieht man ungefähr den Platzbedarf dieser Interventionen und in modularer Art und Weise können dann je nach Anwendung diese Funktionen zusammengestellt werden. Gemeinsames Kochen. Wir haben in dem Haus mit 600 Menschen 40 unterschiedliche Nationen. Ja, und ein Teil dieser Möbel soll auch als Hintergrund für das Thema Arbeit dienen, das wir in dem Haus vorantreiben wollen. Also wir haben mit der Werkstatt schon einen Ort geschaffen, wo es um das Thema Arbeit geht, nicht notwendigerweise um das Thema Erwerbsarbeit, aber Arbeit. Das ist ein Regal, das ja hier als Barmöbel dient, das man aber auch ganz gut verwenden kann, um kleine Shops einzurichten in den Resträumen, die im Moment nicht genutzt werden. Friseurladen haben wir eingerichtet und was man eigentlich sieht, ist, es braucht gar nicht viel, um den Menschen quasi diese Würde wiederzugeben, ihnen einen Ort zu geben, wo sie arbeiten können. Den Raum teilen sich drei Friseure. Und das ist ein Projekt, das noch im Anfang steckt. Wir wollen so eine digital unterstützte Alternativökonomie dort etablieren. Wir haben ja 600 Menschen, das heißt, das ist groß genug, um sowas auszuprobieren
und haben da eben auch gesucht, eine große Technologiefirma dazu zu bekommen, dass sie mit uns das gemeinsam entwickelt. Es gibt auch ein Manifest. Ja, und das ist vielleicht auch ganz wichtig. EOS lebt eigentlich davon, dass wir nicht, dass wir Copyrights verkaufen. Das ist ein Projekt, wo wir mal ausprobiert haben, was passiert, wenn man mit Open Design arbeitet. Und das haben wir mit einer Creative Commons Lizenz versehen, die sicherstellt, dass es eben nicht kommerziell verwendet wird, aber auch, dass alle Bearbeitungen wieder zurückfließen in dieses Projekt. Und ich denke, das ist auch ganz interessant, so als ersten Schritt zu schauen, was das denn heißt, so ein Projekt zu haben, das Open Design ist und das vielleicht auch wirklich das Potenzial hat, sich schnell weiterzuentwickeln, auch ohne dem Zutun des quasi ersten Designschritts. Ja, vielleicht noch ein Wort. Ich möchte gern dass wir hier das Präsentieren nutzen, um auf ein Projekt aufmerksam zu machen, das heute in der Früh schon kurz vorgestellt wurde, die Stadtfabrik, ein Kooperationsprojekt von Departure und dem Museum für angewandte Kunst in Wien, das sich heuer diesen drei Themen, die hier angeführt sind, widmet und nächstes Jahr auch parallel zur Wiener Biennale tätig sein wird. Und ich lade alle ganz herzlich ein, mich auch anzusprechen für Projekte, die experimentellen Charakter haben, im Stadtraum temporär vielleicht stattfinden und das Potenzial haben, einfach neue Wege und Alternativen aufzuzeigen. Danke, Elke, für die Einladung und dem ganzen Deriv-Team. Und viel Spaß mit unseren Möbeln. Wer sie nachbaut, möge uns ein Foto schicken. Ja, vielen Dank für Ihre Präsentation. Bleibt vielleicht noch mal kurz da. Vielleicht gibt es diesmal noch Fragen zu den Möbeln, zum Haus Erdberg, zu den Projekten. Wenn nicht, glaube ich, machen wir es dann wirklich. Oder gibt es auch eine Frage? Ich habe eine Menge Fragen, aber eine Frage, ja. Das zu verkürzen, zu sagen, dieser Binnenwährung auf der App, das ist geschichtlich legal sozusagen. Also das Ganze ist architektonisch ja zu bauen, es ist eine Exklusion von der Stadt. Und dann schafft man eine Währung, die sozusagen nur in diesem Exklusionskontext hat. Und so habe ich das verstanden. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also es geht natürlich auch aus meiner Perspektive darum, harte Euros. Ja, zur Währung gibt es auch jetzt ganz viel zu sagen. Die jetzige politische Diskussion gibt ja auch Anlass, das zu diskutieren, ob das jetzt 5 Euro oder gar 0 Euro sind. Im Haus, also die Situation im Moment ist, dass die pro Person kriegt die Caritas im Moment 26 Euro, 21 Euro pro Tag, pro Person. Und die sind quasi das einzig mögliche Geld, das wir im Moment in dem Haus zur Verfügung haben. Und das geht eigentlich über die Betreuung auch drauf. Dann gibt es gesetzlich gesehen Grenzen des Zuverdienstes und vielleicht auch bald mal irgendwie die Erkenntnis, dass sie gar nichts verdienen sollen. Und was wir eigentlich versucht haben in dem Haus, also es wird auch Bargeld ausbezahlt. Bei diesen 600 Menschen kann man das sich vorstellen, dass das relativ wenig Geld ist, das da im Spiel ist. Und was wir eigentlich wollen, ist, dass wir auch mit alternativen Strömen, zum Beispiel Lebensmittel, was auch immer, die ins Haus kommen, Menschen, die für die Menschen im Haus Dinge tun, dass wir da versuchen, eine zusätzliche
eine zusätzliche Art von Anerkennung einzuführen, die auch das vielleicht bringt, dass es quasi dieses gegenseitig für sich Dasein, Dinge tun, dass das katalysiert wird. Also es umgeht letztendlich einerseits natürlich diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, weil man kommt so nicht weit. Aber im Haus könnte man quasi zusätzlich die Gelegenheit schaffen, über diese Grenzen hinaus einfach Beschäftigung zu finden, Dinge tun zu können und im Haus sich wieder Dinge beschaffen zu können. Insgesamt sympathisieren wir mit der Idee, die Silke Helfrich formuliert hat, im Bereich des Commons, dass man versucht, das Geben und Nehmen zu entkoppeln. Also das ist uns schon bewusst, dass wir jetzt nicht versuchen, quasi dieses System einfach in eine Digitalität zu übertragen, sondern wir versuchen schon mit diesem Geist der Commons da diese lokale Ökonomie zu denken. Aber wie gesagt, das ist jetzt in einer sehr frühen Phase, wo auch rundherum politisch jetzt gerade ganz viel passiert und es auch sein kann, dass wir uns jeden Tag diese Werkstatt zusperren. Ja. Ich glaube, man muss ja auch dazu sagen, dass alle Leute, die dort wohnen, keine anerkannten Asylwerber sind, sondern im Verfahren sind und deswegen die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, extrem eingeschränkt sind, beziehungsweise eigentlich fast null sind. Ja. Wie habt ihr das geschafft, dass quasi die Arbeitsleistung honoriert wird jetzt von den Geldgebern? Weil ihr vorher gesagt habt, die Einrichtung wurde quasi nicht bezahlt, sondern die Arbeitsleistung. Würde mich interessieren. Es gibt... geht das? Okay. Bei den meisten NGOs so geregelt, dass es ein therapeutisches Taschengeld gibt, das ist zwischen 3,50 Euro und 5 Euro pro Stunde und das wird ausbezahlt, um jetzt zum Beispiel Dinge im Haus zu tun, die sonst ausgelagert werden müssten, also jetzt zum Beispiel Boden wischen oder Zimmer ausmalen. Jetzt in unserem Fall ist es so, dass die Tätigkeiten in der Werkstatt auch so bezahlt werden. Das Material haben wir durch ein großes Sachsponsoring zur Verfügung gestellt bekommen. Die Werkstatteinrichtung ist uns auch gesponsert worden. Also das sind sicher besondere Rahmenbedingungen, die jetzt im Rahmen der Biennale möglich waren. Also so große Sachsponsoring-Zuwendungen sind wahrscheinlich in weniger privilegierten Projekten so wahrscheinlich schwieriger umsetzbar. Wir haben eigentlich für die Möbelproduktion als Benchmark auch die Kosten, die Caritas sonst für Beschaffung nimmt. Und ich glaube, das ist gerade das Spannende zu schauen, wie man quasi mit diesen Benchmarks trotzdem einen Mehrwert schafft. Und also das liegt auch in der Besonderheit dieser Kooperation, die für die Biennale geschlossen wurde. Also sonst ist es nicht so einfach, in ein Haus reinzugehen und da Dinge zu tun, das stimmt ja. Aber insofern ist es, glaube ich, auch, so war das Projekt gedacht, dass es ein Modell schafft, das dann unter Umständen auch in andere Kontexte eingebaut werden kann, die Teile, die halt auch gut funktionieren. Also der Fonds Soziales Wien hat zum Beispiel schon nachgefragt, wie unsere Werkstatt geht und wie das funktionieren kann und das ist eine Sache, die wir jetzt auch noch dokumentieren werden, sodass das auch anschlussfähig ist für andere Kontexte. Gut, vielen Dank an EOS. Danke.